Hallo, herzlich willkommen zum Ebel Wintergarten Blog. Heute bin ich beim Christian im Großraum Ingolstadt unterwegs. Ein interessantes Projekt. Also Christian ist einer, der wo wahrscheinlich am meisten Variabilität in diesen Raum eingebaut hat. Und wir haben uns vorher mal unterhalten, ob er wirklich alles braucht. Und sagt, er braucht man es nicht, aber man hat es halt gern. Das ist wahrscheinlich wie 8 Zylinder von. Wer braucht 8 Zylinder? Kein Mensch. Aber man hat ihn halt gern und so ist es da genauso. Er ist sehr technikbegeistert, hat das Ganze auch bei Home-E nachher gelegt für sich selber. Die ganze Bedienung kann es aber dann alles nochmal, was er eingebaut hat, auch nochmal manuell schalten, einen klassischen Schalter. Weil wenn einfach er nicht da ist, dann kann es sein, dass irgend sich was bewegt oder nicht bewegt und dass einfach seine Kinder oder seine Frau das genauso fahren können. Das Projekt hat sich unglaublich lang gezogen bei uns. Ich glaube, dass wir das 4-mal gerechnet haben. Einfach von der Zeit her, das hat so Ende 21, glaube ich, das gestartet oder Anfang 21, meine ich, waren wir da sogar Anfang 21, waren wir da, wo wir das erste Mal uns getroffen haben, mal geredet haben, was wir möchten. Wir haben dann das Ganze sogar nochmal neu genehmigen lassen müssen, weil in dem Baugebiet nur Schrägdächer als Anbauten erlaubt waren, keine Flachdächer nicht. Wir wollten aber mit einem Flachdachanbau haben. Das Ganze ist dann halt von unserem Kubus Lodge Programm Pavillon. Das sind diese Konstruktionen obendrauf in Flachdachplane, innen mit weißer Gipsdecke, weil es einfach einen sehr wohnraumlastigen Charakter hat. Und was halt da jetzt das Besondere ist, das ist immer so mein Motto, geht nicht, gibt's nicht. Wir haben also hier teilweise 4 Bewegungsebenen in der Seite eingebaut. Das heißt, wenn wir jetzt diese Bewegungsebenen beschreiben, beginnt es innen mit unserer Vollglas-Schiebeanlage. Dann haben wir eine Ebene mit Insektenschutzgitter, die wir seitlich rausziehen können. Dann haben wir eine Ebene mit Screens, die von oben nach unten fahren können. Und ganz außen haben wir dann noch bewegliche Schiebeläden drin, diese Shader, wo wir einfach dann das Ganze auch nochmal gestalten können. Das heißt also, alles, was wir jetzt wirklich in der senkrechten Sicht ist voll beweglich, voll variabel und er kann das völlig individuell machen, wie er es möchte und das ist eigentlich schon eine ganz schöne Sache. Wir haben einen Dachüberstand und teilweise keinen Dachüberstand, also das haben wir lange umeinander da, wo braucht man einen Dachüberstand, wo machen wir keinen Dachüberstand. Wir haben jetzt auf 2 Seiten einen Dachüberstand gemacht und auf der Seite hier zur Straße haben wir keinen gemacht. Das liegt auch ein bisschen so an der Garage, pickelt das Ganze wieder, weil die Garage ist auch so flach durch den Bau und da ist auch teilweise ein Überstand, teilweise keiner. Also das ist wirklich dem Bestand sehr gut angepasst. Von der Farbe her haben wir mir hier 9007 genommen. Ich finde das immer sehr schön, weil einfach wenn Häuser weiße Fenster haben, ist 7060 Anthrazit oder die B703 sehr schwierig, weil es einfach ein ganz harter Umbruch ist. Und das 9007, so wie wir hier haben, das ist Grau-Aluminium, das finde ich immer, ist nicht weiß, nicht empfindlich, aber es ist ja kein so dominantes Grau, nicht, sondern ein bisschen ein Übergang und das macht es eigentlich sehr schön und schaut dann auch sehr gut aus. Was das ganze Projekt ein bisschen verlangsamt hat, das war im Prinzip der Galabau. Der Galabau ist einfach nicht auf Pirs gekommen, um das Ganze, den ganzen Unterbau zu bestellen. Also da hat es wieder einen Termin gegeben, da hat es wieder eine Terminverschiebung gegeben, dann war wieder das. Also das hat sich wirklich unglaublich gezogen hier mit dem Galabau, bis wir mal gesagt haben, okay, das hilft jetzt nicht, wir müssen jetzt mal Galabau ein bisschen ausblenden, weil sonst kommen wir nicht weiter. Dann haben wir das Stückchen Galabau übernommen. Das ist ja nichts Großartiges gewesen. Das ist ja praktisch ein Fundament unter den Kubus und ein paar Quadratmeter Platten außen rüberlegen. Das haben wir dann mir einfach gemacht, damit der Garten einfach fertig wird, weil es einfach kein Ende in Sicht war und wir das Projekt einfach immer wieder geschoben haben. Und irgendwann musste man selber mal sagen, jetzt will man was machen. Darum haben wir das Ganze, den ganzen Galabauarbeiten gemacht. Wenn ihr mal eine Frage habt zu irgendeinem Thema Garten, Gartengestaltung, habe ich genug Galabauer, die was einen Garten gestalten können. Wenn es mal Kleinigkeiten sind, können wir es selber machen. Ein paar Platten legen, ein paar Quadratmeter Mauer oder. Das seht ihr in den Vlogs allebei wieder. Wenn ihr sonst irgendeine Frage habt, dann einfach an die harald.eberle@wintergarten-ebel.de oder an die info@wintergarten-ebel.de. Wenn ihr wollt, schaut bitte auf unsere Internetseiten. Wir haben unseren Showroom 3D visualisieren lassen, nagelneu. Könnt ihr unseren Showroom durchgehen. Das ist der Button Showroom auf der Internetseite, da draufklicken und ihr könnt virtuell die Ausstellung besuchen. Das ist wirklich richtig nice geworden. Ist auch schön, wenn man es zeigen will, Inspirationen zum Holen. Also nutzt die Funktion. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei den Blogs. Danke, ciao, servus.